Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 2.0 ohne Gräben. Wir sind immer noch fleißig dabei, hier Silageballen auf Feld 11 und Feld 16 zu pressen, und die von Feld 11, die fahren wir ja alle ab hier in die Ballenlager am bei den Schafen. Und dafür haben wir ja Crossplay-Kurse eingezeichnet. Und schon geht's hier weiter. Der ist leer, der zweite ist auf dem Weg hierher. Wir haben ja zwei Abfahrer für hier oben. Weiterfahren. So, das sieht doch gut aus. Jo, da sind die Schafe. Und der andere, der kommt nämlich hier auch schon gleich. Da kommt er. Ist mir auch gleich da. Doch wunderbar. Alles easy. Ja. Habt ihr heute Morgen die Folge gesehen? Habt ihr mein Let's Fly Video von heute Mittag um 12 gesehen? Habt ihr gestern den Livestream gesehen? Guckt ihr heute Abend beim Livestream dazu? Fragen über Fragen. Freuen würde mich das alles natürlich. Aber ich bin euch natürlich auch nie böse, wenn nicht, wenn ihr was Besseres zu tun habt, gerade bei diesem Jahrhundertsommer, sag ich jetzt mal. Wir können ja hier nur froh sein, dass wir hier von solchen Ernteausfällen nicht betroffen sind. Wie im Real Life, sag ich jetzt mal. So. Das ist doch gut. Der fährt jetzt zurück und der andere dürfte dann gleich da sein. Wir verkaufen auch weiter fleißig Silage an der BGA. Das macht auch einen schlanken Fuß. So, der TGS hat den Wartepunkt erreicht. Das heißt, wir sammeln hier mal die Ballen auf, die hier so liegen. Achso, da ist noch eine Reihe. Okay. Dann sammeln wir die natürlich zuerst. Dann wird schön weiter fleißig gepresst. Sehr schön. Sehr gut. Wenn wir hier gleich mit dem Sammeln fertig sind, dann dürfte der zweite TGS auch schon hier stehen. Würde ich mal behaupten. Oh, ich habe hinten kein Autoload an. Irgendwie. Jetzt. Da hinten kommt doch der TGS. Sollte vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer fahren. Dann kann ich das auch ein bisschen kontrollierter machen. Dann passiert sowas nicht. Ja. Ja, hier gibt es noch reichlich Ballen zu holen.
Holen wir den mal ab. Holen wir die Ballen mal ab, die hier noch liegen. Müssen wir die noch eben mitnehmen, die wir gerade eben nicht erwischt haben. Ja, diese drei Stück. Dann sind wir hier auch bald auf dem Stand. Dann können wir auf Feld 16 mal gucken. Da müsste der Sammelwagen eigentlich auch voll sein. Der fährt ja per Follow Me hinterher. Oh. Ja, sorry. TGS ist angekommen. Beim Ballenlager. Ja, das macht aber nichts. Wir sind ja hier gleich fertig. Dann können wir uns darum kümmern, dass der andere entladen wird. Dann schicken wir den hier wieder auf den Weg. Müsste ja auch schon bald dann irgendwann mal voll sein. Naja, noch nicht. Ist noch ein bisschen Platz. Das war etwas früh. Steigen wir ein und steigen um. Seht ihr, der ist nämlich auch voll. Und damit jetzt mal zurück zum Hof. Vorgewände sind ja noch gar nicht gefahren hier. Ist ja schon. Ja, wir sind jetzt ein bisschen am Ballen sammeln, das ist wohl wahr. Hier das Ballenlager können wir auch wieder abreißen. Wir haben ja jetzt hier ein schönes. Very sweet, very sweet. Eben aufholen, was wir hier versäumt haben.
So. Schön. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag, ihr seht das. Schlag auf Schlag. Abladen und rein da. Ah, ein bisschen Platz ist noch. Vorne fängt's an. Ja, und dann können wir den auch hinterher schicken, praktisch hinter Big M wahrscheinlich. Wir können uns erstmal um andere Sachen kümmern. Ja, mit Glück ist das eine Ladung. Das wäre natürlich super praktisch. Eine Ladung. Dann fährt der da jetzt hinterher. In einem gebührenden Abstand. Der andere da hinten. Der schleicht sich jetzt zum Hof. Wie sieht's denn hier aus? War schon voll. Nö, noch lange nicht. Noch lange nicht. Ja, das passt aber, ja. Leute, wenn es euch gefallen hat hier, dann hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder Abo, freue ich mich drüber. Kommt mich auf Facebook besuchen und auf meiner Homepage. Guckt euch gerne, auch wenn ihr euch für Flugsimulatoren interessiert, meine Reihe Let's Fly Explain 11 an. Immer dienstags, donnerstags, samstags und sonntags um 12. Und kommt auch gerne heute Abend im Livestream vorbei, wenn wir hier wieder auf der nordfriesischen Marsch, dann allerdings mit Gräben unterwegs sind. Würde mich freuen. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!